Betonmischer! 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 Entschuldigung? Oh, ihr seid schon da. Sorry, Mann. Sag doch was, Mann. Was ist los? Um was geht's denn heute? Heute geht's um meinen Neffen. Weil ich glaube, dass die Jugend von heute komplett anders ist. Ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich bin rausgegangen, auf den Spielplatz, auf den Bolzplatz, hab Fußball gespielt, aber die Jugend von heute spielt nur noch zu Hause Fortnite. Wie mein Neffe. Epischer Sieg! Und es gibt außerdem noch andere Tänze, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Wer macht denn so eine Tänze oder wo willst du diesen Tanz einsetzen? Mein Onkel sagt, dass ich nicht tanzen kann, aber er ist der schlimmste Tänzer der Welt. Oh, man kann die Körperwelle nicht aufhalten, die ist sogar an den Fingern. Ich fahr jetzt Auto. Blinken! Lass dich weiterfahren. Fenster runter, anmeckern, halt die Schnauze. Und ich versuche auch manchmal mit meinem Neffen normal zu reden. Ich versuche ihn zu verstehen, aber er sagt Sätze, die für mich gar keinen Sinn ergeben. Bra, YOLO. Was? Swiffle. Was? Cringe, bra. Swiffle, YOLO. Was? Bra. Mein Onkel nervt richtig. Er denkt, er könnte Rapper werden, aber er hat nicht mal Talent. Nur weil er mit Rappern rumhängt, heißt es nicht, dass er rappen kann. Yo, 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 MC Weihnachtsmann. Mikrofon check, 1, 2, 1, 2. Yeah, 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 yeah. Stille Nacht. Ha, heilige Nacht. Mann, das ist scheiße. Da hilft nicht mal Autotune. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe mein erstes Telefon mit 14 bekommen. Und die Kids von heute, die haben alles komplett von vorne bis hinten, sogar Sachen, die du nicht brauchst. Und wenn du nicht das coolste Telefon hast, dann bist du nicht cool. Wieso, Mann? Warte mal, ist das ein iPhone X oder was? Ja. Wozu brauchst du so ein Telefon? Damit ich besser Fortnite spielen kann und bessere Grafik. Bist du verrückt, Mann, Alter? Ich hatte gar kein Telefon, dein Alter. Gib mir dein Handy her, Mann. Meins. Mann, gib mein Handy. Gelb. Mein Onkel ist bescheuert. Er weiß nicht mal, was Tilted Towers ist. Ich bin gestern in Tilted Towers gelandet. Ich hatte 9 Kills. Was ist Tilted Towers? Ich bin echt enttäuscht von dir, Barry. Was ist eine Schildkröte, Tilted Towers? Eine Schildkröte? Tilted Schildkröte meinst du? Red doch richtig Deutsch, Mann. Und seitdem es diese komischen Videos gibt, wie viel ist dein Outfit wert? Sich auf einmal jedes kleine Kind draußen mit irgendwelchen Schuhen, die so aussehen wie ein UFO und Markenklamotten. Und ich frag mich, mein Neffe, ich kann's verstehen, wenn ich mir teure Klamotten hole, weil ich dafür arbeite. Aber du hast noch nicht meinen Bart. Was willst du mit Gucci-Sachen? Hey, meine, was hast du hier? Warum hast du meine Gucci-Tasche an? Was ist los mit dir? Ich wollte hier warten, bis jemand kommt und fragt, wie viel ist dein Outfit wert? Ist dein Ernst, Mann? Gib mir einen Rucksack. Ja, Mann. Kauf dir selber einen, wenn du erwachsen bist. Mein Onkel muss immer nachts kotzen gehen. Nämlich, weil ich ihn ins Gesicht furze. Aber das hat er verdient. Und bei einer Sache könnte ich extrem krass ausrasten. Ich selber, ja, ich höre gerne, also ich bin Betonmischer, ich höre gerne selber auch Deutschrap-Musik. Bin aber zwei Rapper gescheitert. Aber wenn ich meinen kleinen Neffen dieses Lied höre, flippe ich aus. Mach das Lied aus, Mann, du bist viel zu jung dafür, was ist los mit dir, Mann? Hör das nie wieder, raus hier aus dem Zimmer. Okay? Jo, meine lieben Bodyformer-Supporter, ich sehe sehr, sehr viele Kommentare, wo die Leute schreiben, Barry, wann bringst du deinen Song raus? Ich frage jetzt nochmal meine Community hier. Habt ihr wirklich Bock, dass Bodyformers Betonmischer einen Song rausbringt? Schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn ja, um was sollte sich dieser Song handeln? Sollte es ein Prototyp-Song sein? Sollte es ein Abonnenten-Special-Song sein? Oder sagt ihr Leute, Barry, lass uns einfach überraschen und hau einfach etwas raus. Ich bin gespannt. Und wenn die Resonanz sowas von krass positiv ist, lasst euch überraschen, Leute. Verstehst du? Denn ein Mann, ein Wort. Und tut mir einen Gefallen, Leute. Folgt mir bitte alle auf Instagram. Auf Instagram heiße ich auch Bodyformers, denn dort lade ich täglich Kurzvideos hoch, die es nicht auf YouTube gibt. Also Leute, wir sehen uns und Deutschland wird nicht vergessen. Peace.